Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei mir, dem Twanke zu Ace of Mages, The Last Keeper. Beim letzten Mal habe ich nur die tote Höhle gemacht. Heute mache ich mit der Story weiter. Da fangen wir am Wasserfall an. Das wird höchstwahrscheinlich grausig für mich. Zumindest habe ich es so im Gefühl. Na, meine Freunde. Die schon wieder mit euren Speeren auf mich. Ich habe auch was. Zack. Da sagt dir nichts mehr, ne? Schleicht euch nur von hinten an. Oh, noch ein Level up. Noch ein Level up ist super. Ja, ja, ja. Normalerweise zerplatzen die. Der ging jetzt nach unten. Oh, der hat eine Axt. Der ist, glaube ich, stärker. Aha, daneben. Noob. Ihr könnt nicht zielen. Warum kommt ihr denn nicht zusammen? Was bist du denn? Oh, der hat eine kleine Privatarmee. Mein Bildschirm war gerade irgendwie vereist. Konnte ich nur in eine Richtung gucken. Achtung, da liegen Bomben, die tun ganz bestimmt nichts Gutes. Schieb die doch nicht zu mir! Seid ihr des Wahnsinns! Friss mein Feuer! Oh, das ist ja kaputt. Scheiße! Hier ist die Magie ausgegangen! Komm, schnell, bitte. Ich brauch den Phönix. Frisst den Phönix! Oh Gott, Hilfe! Dass ich mich hier gerade noch schaffe, am Leben zu halten, das ist ein Wunder. Wie habe ich das überlebt zum Geier noch eins? Immer an die Leute da draußen, die sich mit dem Spiel richtig gut auskennen. Wofür steht das BDG? Und vor allen Dingen, wofür stehen die einzelnen Farben? Das müsst ihr mir ernsthaft erklären, weil ich finde da keinen Reim drauf. Ich höre wieder eine Privatarmee. Ich habe meinen Armeevernichter. Oh, einer von euch hat überlebt, ihr kleinen Drecksäcke. Hallo? Von wo? Uhu. Hallo? Ach, von da. Mein Gott. Lernt Ziel mit den Speeren. So schwer ist das nicht. Die mit den Äxten sind ja ultra leicht. Easy. Ach, die kleinere Version von dem gerade eben. Boah, das mache ich immer easy. Tschüss. Im Ernst jetzt? Ich habe alles verfehlt, was du willst. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen Armeevernichter gerade nicht. Hilfe! Tschüss! Oh Gott, ey, das hätte mich gerade richtig hart vernichten können. Ich brauche den Phönix fast immer. Ja, und jetzt habe ich wieder ein schönes Level up. Was gönne ich mir denn? Mehr Leben. Das will ich haben. Ich könnte mir die Fähigkeit holen, dass ich die im Brand stecken kann. Das will ich haben.
Dann mache ich noch mehr Schaden. Oh, gleich haben wir schon, glaube ich, den nächsten Boss. Nachdem ich das hier gemacht habe. Was ist denn das für ein Empfang? Von welcher Seite? Ah, von da. Luschen! Ja, Level Up, gerade so rechtzeitig. Luschen! Allesamt! Und jetzt kommt einer von dir. Das läuft sterbe heute ausnahmsweise mal nicht. Darf ich noch rein? Die beiden kriege ich locker umgenietet. Absolut kein Problem. Noch mehr bitte? Hallo? Ja, das ging wieder easy, ne? Also das Spiel ist eigentlich recht einfach gemacht. Rausschießen, tot. Gucken, dass man wirklich nicht getroffen wird. Und wenn ich mich wegporten kann, ist das eh der Fall. Ist ein krasser Ausweichmove. Oh, hi! Hast du auch jemanden eine private Armee? Ja, nur schade, dass die nicht so viel bringt. Ich hab nichts gesagt! Hilfe! Alter. Warum müssen es denn immer gleich so viele sein? Also klar, die sind One-Shot, aber dennoch. Die sind doch nicht nett. So. Jetzt kommen die nächsten. Ich habe zwei getroffen. Ja, euer Pech, ich darf immer zuerst die Fernkämpfer an. Das ist eine Regel bei mir. Dieser Omni, der bringt ja überhaupt nichts zustande. Aua! Also ich habe da gerade auf jeden Fall viel umgegeben. Das habe ich gesehen. Bin ich schon fertig mit dem? Nein! Weg mit euch! Weg mit euch, ihr Scheusale! Wie von euch kommen denn da? Gott! So, jetzt müsste eigentlich als nächstes der Endboss kommen. So, und jetzt habe ich mir diese Flammen geholt, damit ich die alle im Brand stecken kann. Ich hole mir als nächstes, glaube ich, mehr Marquis. Dann kann ich länger feuern. Jetzt kommt der Orc Lord. Das wird Spaß machen. Ja, sie will zu mir. Was soll denn das? Hallo? Bei dir zurück, die wollt mich. Ach, come on.
Ah, du bist ein Nahkämpfer. Okay, dann habe ich einen riesen Vorteil dir gegenüber. Hilfe. Noch ein Teil von das Ende böse. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass da auf einmal wieder eine Privatarmee kommt. Alter, was ist denn das für ein hässlicher Angriff? Da zwei von diesen Bob meine ich noch dazu. Und noch ein Fernkämpfer. Ja, er ist tot. Ekelhaftes Mistding. Erstmal sammle ich das Zusatzgeld hier ein. Und Money! Money Party! Ja! Ja! Sagte ich und spaßte ab. Wow, 1600? 6741 Erfahrung und ich habe 531 offenbar umgebracht. Auf dem Weg dahin. Mann, bin ich ein Massenmörder. Ja, jetzt habe ich das Ork-Geschäft entsperrt. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt für heute erstmal Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Ork-Lord, der mir einfach die Prinzessin weggegrapscht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao, Leute!